Diese Gummipuppen gehören dem Serienmörder, Vergewaltiger und Kannibalen Joachim Kroll. Ich sag dir, was es damit auf sich hat. Joachim Kroll tötet insgesamt mindestens 8 Menschen, darunter viele Mädchen und Frauen aus dem ganzen Ruhrgebiet. Kroll hat seine Taten im Stillen ganz genau vorbereitet, ohne dass es jemand bemerkt. In seiner Wohnung findet die Polizei diese aufblasbaren Gummipuppen, teilweise mit Seil und Schlinge. Kroll hat seine Fantasien erst an den Puppen ausgeübt, später dann an echten Frauen und Mädchen. Eines seiner Opfer versucht er sogar zu essen. Aber er wird gefasst. 1982 wird er zu 9-mal lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.